In dieser Villa auf dem Gelände des Elbland-Klinikums in Radebeul befindet sich seit Herbst 2022 die psychiatrische Institutsambulanz. Ein psychiatrisches Angebot halten die Elbland-Kliniken schon lange vor. Mit den neuen Räumen erweitern sich die Möglichkeiten, weiß Chefarzt Prof. Dr. Maximilian Pilatsch. Die psychiatrische Institutsambulanz erfüllt für mich zwei ganz wichtige Funktionen, die wichtig sind für die Patientinnen und Patienten. Das ist zum einen eine Sicherung der Behandlungskontinuität. Ja, normalerweise gibt es den niedergelassenen Psychiater. Wenn der nicht mehr weiterkommt, dann wechselt das komplette Team und die Patienten kommen dann über die Notaufnahme zu uns. Dann sind wieder Übergaben vonnöten, sodass da schon mal ein Bruch in der Behandlung drin ist. Wenn wir die Patienten auch ambulant betreuen, dann haben wir Behandlungskontinuität drin. Dasselbe gilt dann für die Entlassung. Wenn die Krise überwunden ist, dann bleiben sie in unserem Team und gehen dann allmählich in die ambulante Behandlung, also in die Genesung über. Das ist das eine. Und das zweite sind die Barrieren in der Behandlung. Ohne psychiatrische Institutsambulanz ist die einzige Möglichkeit, mit unserem Team in Kontakt zu treten, eigentlich die Notaufnahme. Das heißt, da muss eigentlich ein akuter Notfall vorliegen, Suizidalität, also ganz hohe Barrieren. Und durch die neuen Behandlungsangebote, die wir machen, sind die Barrieren sehr viel niedriger. Das heißt, Patientinnen und Patienten können sich auch einfach so vorstellen, wenn sie psychische Probleme und den entsprechenden Leidensdruck haben. So kommen wir übrigens auch dem Unternehmensmotto näher, ganz nah bei mir, heißt es ja so schön. Da sehe ich die psychiatrische Institutsambulanz in einer ganz wichtigen Position. Helle moderne Räume und eine gute Erreichbarkeit machen den Bereich jetzt noch besser. Oberarzt Dr. Wilko Wölfel freut sich über die besseren Möglichkeiten. Ja, ein vielfältiges Aufgabengebiet letztendlich mit auch verschiedenen Berufsgruppen, die hier gemeinsam tätig sind. Zum einen Ärzte, die Patienten Einzelgespräche oder auch Gruppengespräche führen. Wir haben Psychologen, die Psychotherapie mit den Patienten machen. Wir haben dann zusätzlich Ergotherapie, wir haben eine Freizeitgruppe, eine Ressourcengruppe, also ein vielfältiges Angebot für die Patienten, um sie mit einer multiprofessionellen Versorgung umfassend quasi versorgen zu können. Mit der psychiatrischen Institutsambulanz schließen die Elbland-Kliniken den Teil einer großen Lücke. Die psychiatrische Versorgung ist in der Region ein wichtiges Thema. Bei uns ist die Versorgung im Landkreis momentan unzureichend, muss man sagen. Also es gibt lediglich 3 niedergelassene Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie im alten Landkreis Meißen, was unser Versorgungsgebiet ist. Und ich habe alle Kollegen dort besucht und die haben mir auch nochmal versichert, dass Versorgung schwierig ist. Ne? Sie haben maximal 7 Minuten pro Patient pro Quartal im Durchschnitt. Kann man sich vorstellen, dass es nicht besonders befriedigend ist für die Patientinnen oder die Patienten. Und das ist, glaube ich, so eine Besonderheit, letztlich diese Versorgungslücke, in der wir hier agieren und das entsprechend auch der hohe Bedarf, der auch an unsere Leistungen dadurch erwächst. Mit den verbesserten Bedingungen in der psychiatrischen Institutsambulanz in Radebeul können die Elbland-Kliniken die ambulante Versorgung von zunehmenden psychischen Krankheiten deutlich verbessern.